2019 warnte der banderistische Präsident der internationalen Organisation, Paul Groth, Zelensky war öffentlich, warnte er ihn, dass das Überschreiten einer roten Linie, die von einer kleinen Minderheit für Hardliner, die nicht für ihn gestimmt haben, festgelegt wurde. Und wenn er diese rote Linie überschreiten würde, würde das schwerwiegende Folgen für seine Präsidentschaft haben. Im Dezember, als sich Putin und Zelensky face-to-face in Paris getroffen haben, veranlasste der ukrainische Weltkongress eine Anti-Friedenskundgebung in Paris, an der prominente Azov-Veteran und ein Berater des mächtigen ukrainischen Innenministers teilnahmen, der weiterhin als Förderer der neonazistischen Azov-Bewegung gilt. 2020 führten die Kapitulationswiderstandsbewegungen und Azov 10.000 Nationalisten zu einem Marsch der Patrioten an, der berichten zufolge in Sprechchören wie Weg mit Zelensky gipfelte. In der Zwischenzeit forderte der von Banderisten geführte ukrainische Weltkongress, dass es keine direkten Verhandlungen mit dem Führer der von Russland kontrollierten terroristischen Organisation der sogenannten Volks Republiken Donetsk und Luhansk geben kann. In dieser frühen Phase von Zelenskys Präsidentschaft schienen der ukrainische Weltkongress und die Rechtsradikalen der Ukraine ein gefährliches Spiel zu spielen, nach dem Motto guter Bulle, böser Bulle. Während den ukrainischen Weltkongress ist über den Kongress zu den Banderisten gelungen, als Sprecher der gesamten globalen Gemeinschaft der Ukraine aufzutreten. Aus diesem Grund geben Romaniev und andere Führer geben sich als Diplomaten aus und nehmen an vielen wichtigen Treffen da. Letzte Woche haben der ukrainische Premierminister Denis Shmyhal, Außenminister Kuleba und der Chef des militärischen Geheimdienstes Budanov Grüße an den ukrainischen Weltkongress übermittelt. 2019 hält der Kongress seine Jahreshauptversammlung in Deutschland und seine erste Lobbyveranstaltung in Berlin ab. Führende Vertreter des ukrainischen Weltkongresses und anderer ukrainischen Organisationen in Deutschland trafen sie in Begleitung von Botschafter Andriy Melnyk, einem notorischen Bandera-Apologeten, mit Dirk Wiese, MdB und Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und Ländern der östlichen Partnerschaft, sowie mit Johannes Schraps, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, mit Marie-Louise Beck, Mitglied des Bundestages und der Grünen, mit Michael Siebert, Abteilungsleiter für Osteuropa, Russland, Südkaukasus und Zentralasien im Auswärtigen Amt, mit Matthias Lüttenberg, außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin, Omid Nuripur, Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, sowie eines Sprechers der AfD.